Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meiner Balkonbeleuchtungsserie. Und zwar habe ich mir überlegt, eine alternative Dimmerschaltung zu bauen, da ich die Befürchtung habe, dass die Grundschaltung, was ich im letzten Video gezeigt habe, an der Ladeleistung ein bisschen was abzieht. Deswegen probiere ich jetzt noch eine andere Schaltung als Alternative dazu. Und zwar brauchen wir da nicht viele Bauteile. Zwei NPN-Transistoren, das sind die S9013, dann einen Potentiometer. Alternativ könnt ihr auch anstatt des Potentiometers, das ist jetzt ein 10 Kilo Ohm Potentiometer, ja, wie man erkennt, könnt ihr auch einen 1 Kilo Ohm Festwiderstand nehmen. Dann ist aber die Dimmfähigkeit nicht regelbar, dann ist es auf dem festen Punkt fixiert. Dann hier ein 100 Kilo Ohm Widerstand. Den habe ich jetzt als SMD-Ausführung, deswegen ist er an der Stiftleiste angelötet. Und so eine Fotodiode, die je nach Lichteinstrahlung ihren Widerstand verändert. So, das Ganze werde ich auf einer Experimentierplatine befestigen. Und zwar folgendermaßen. Wieder ein bisschen simpel gezeichnet. Und zwar haben wir hier unsere beiden Transistoren. Hier den Fotowiderstand, da kommt der 100 Kilo Ohm Widerstand hin und hier 1 Kilo Ohm alternativ der Potentiometer. Und Eingang, Ausgang, wie ihr seht, ist beschriftet. So, jetzt werde ich erstmal anfangen und die beiden Transistoren einlöten. So, die Transistoren sind nun eingelötet. Als nächstes werde ich den 100 Kilo Ohm Widerstand hier und die Fotodiode hier einlöten. So, der Fotowiderstand und der Festwiderstand sind auch mit eingelötet. Als nächstes werde ich das Potentiometer anstatt dieses 1 Kilo Ohms Widerstand anschließen oder anlöten und danach die ganzen Leiterbahnen miteinander verbinden, dass die Schaltung richtig gepolt und richtig verbunden ist. So, alle Bauteile sind jetzt dran, auch verlötet. Jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Dazu mache ich das eine Licht mal aus. Ich habe darauf geachtet, dass es alles mit einer Zelle funktioniert, also so wie es auch an der Balkonbeleuchtung vorgesehen ist. Wenn ich jetzt die Fotodiode einfach mal zuhalte, seht ihr, dass es gleich angeht, das Licht, und zwar auch dimmbar, je nachdem wie fest sich das halt. Und hier über dem Potentiometer könnt ihr jetzt einstellen, bei was für einer Dunkelheit gleich anspringen soll. So bleibt es jetzt zum Beispiel ganz an. Das ist halt jetzt ein 10 Kilo Ohm Potentiometer. Was kleineres habe ich im Augenblick nicht da. Aber wie ihr seht, sobald ich abdecke, fängt es an zu leuchten. Und je nachdem. So, ich werde einmal diese Schaltung probieren. Ob diese mit den Solarzellen besser funktioniert, dass die Akkus besser geladen werden. Mich würde interessieren, was ihr von dieser Schaltung haltet und ob das vielleicht besser wäre als die einfache Schaltung, die ich bei der Grundschaltung gezeigt habe. Schreibt mir ruhig was in die Kommentare. Ich würde mich über ein Like freuen und bis zum nächsten Video.